Hallo und herzlich willkommen beim Radiokastriert Kartenpacks auspacken von Hearthstone, die neue Kartenerweiterung namens Frostthron, zusammen mit dem Paco. Hallo. Hallo. Wir werden heute, wir haben uns ja natürlich dieses Vorbesteller-Pack mit 50 Kartenpackungen geholt und uns noch Gold erspielt zur Wartezeit, bis das Set endlich rauskam. Und dementsprechend konnten wir ein paar Karten auspacken und das wollen wir dann mit euch oder wollen wir euch zeigen und dann mal so ein bisschen über die neuen Karten quatschen, was sie so können, ob die gut sind oder schlecht oder ob man das überhaupt schon einschätzen kann. Wichtig dazu zu sagen, heute, das ist was relativ Besonderes. Wir haben sonst immer die Kartenpacks nur aufgemacht. Heute haben wir ein bisschen was vorbereitet und haben das so gemacht, dass wir dann teilweise die Karten auch schon mal angezockt haben, Spielszenen aufgenommen haben und die auch einspielen. Also wir hatten da relativ, haben uns relativ viel Mühe gegeben für euch. Deswegen würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr das Video weiterempfehlt oder uns einen Daumen oben da lasst, wenn euch das Video gefällt. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es natürlich typisch, wenn man gewisse Karten zeigen will, dann kommen sie entweder nicht auf die Hand oder man hat überhaupt keine Gelegenheit, sie auszuspielen, ist immer das Gleiche. Ja, ich hatte eine, da werde ich gleich noch drüber berichten. Da habe ich heute Morgen auf dem Pott mit meinem Handy noch das Glück gehabt, die zu kriegen. Und dann habe ich gerade Screen Record gehabt. Die werde ich jetzt gleich, warte mal, die muss ich mir jetzt nochmal eben rüberschicken. Die konnte ich noch gar nicht in das Video mit einbetten, das mache ich dann so im Nachhinein. Aber damit wir darüber reden können, welche Karte das ist, werde ich jetzt noch nicht verraten, sondern das mache ich auch gleich. Aber die hat sich wirklich immer im letzten Fünftel meines Decks versteckt. Und auch nur, weil ich die vernünftig ausspielen wollte, habe ich auch das Spiel dann heute Morgen auf der Schüssel verloren. Ja, das hatte ich auch mal. dass ich die Karte gekriegt habe, ausgespielt habe, weil ich dachte, ich will es unbedingt zeigen und dann war es vielleicht, glaube ich, nicht so eine gute Idee, das zu machen. Ja, ich wollte es dann auch um Teufel komm raus. Ich habe ja diese beschissenen Spiele dann nur gemacht, um noch die Karte zu zeigen und die Funktionsweise, weißt du? So, ja. Und dann ist mir das eine Spiel, was dann halt verloren geht, auch irgendwo egal gewesen. Jetzt ist es so und ich glaube, so haben wir auch eine Menge guten Stuff zusammen. Ja. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir mal mit meinem Päckchen anfangen? Ja, fangen wir mit deinem Päckchen an. Fangen wir mal mit meinem Päckchen an. Wie du siehst, ich hatte 91 Päckchen. Ich habe mir auch das Vorbesteller-Set geholt und dann war ja hier dieses Sonnenfest und so ein Gedöns, wo du doppelt Coins gekriegt hast. Also da konnte ich mir dann nochmal irgendwie 38 erzocken und drei hat man ja nochmal mit Veröffentlichung der Expansion geschenkt gekriegt. Ja, genau. Und ich bin mal gespannt, was du sagst. Das ist, was passiert, wenn ich mein erstes Päckchen aufmache. Ja, meine erste Karte. War bei mir genauso. Ernsthaft? Ja. Direkt die erste Karte? Ja, ich glaube ja. Ah, vielleicht, also ich sag mal, bei der neuen Expansion wurde ja garantiert, dass man innerhalb der ersten 10 Päckchen auf jeden Fall eine Legendäre hat. Vielleicht hat man dann gesagt, ja komm, machen wir die direkt ins erste Päckchen, dann vergessen wir es nicht. Mittlerweile glaube ich da sowieso nicht mehr dran, dass da irgendwas zufällig in den Kartenpaketen geöffnet wird. Es gibt ja mittlerweile auch so einen Algorithmus, dass du alle x Kartenpackungen auf jeden Fall eine Legendary drin hast. Und wenn die da schon irgendwie so solche Algorithmen reinschreiben, dann ist der Zufall bei mir eigentlich schon raus. Da bist du eher skeptisch. Ja, eigentlich schon. Ja, es gibt ja diesen, wie heißt der, Pity Drop oder so, dass du auf jeden Fall in allen 40 Packs eine Legendary hast, mindestens. In 40? Alle 40. Boah, das ist... Mindestens. Ja, gut. Hätten sie ruhig... Also ich kann mich von der Menge her, kann ich mich letztendlich nicht beschweren. Eigentlich nur... Ich hätte dann letztendlich natürlich lieber andere Legendaries bekommen, wie es immer so ist, aber naja. Dafür kann man sich ja craften. Was Blizzard aber gemacht hat, was ich dann ganz gut fand, war, dass sie diesmal gesagt haben, wenn ihr eine Legendary schon habt, dann kriegt ihr die nicht nochmal. Also keine doppelten Legendaries mehr. Ja, finde ich im Prinzip auch gut, aber wieder so etwas, wo halt in die Kartenpakete eingegriffen wird. So, ne? Aber es ist ja egal. Ja, im Prinzip. Ist ja letztendlich ist es ja gut für uns, dass wir die Sachen nicht doppelt kriegen und so. Ja. Aber das hat dann meiner Meinung nach mit Zufall nicht mehr so viel zu tun. Ja, gut, irgendein Algorithmus muss dahinter sein. Aber mal andersrum, wenn irgendjemand das kontrollieren möchte, wie genau die Karten, genau die Kartenpäckchen sich zusammensetzen, dann ist das mit so einem Algorithmus leichter nachzuvollziehen, als wenn du die so in Real Life kaufst, so als gedruckte Karten. Da kannst du echt für gar nichts garantieren. Ne? Richtig, ja. Okay. Na, hier, das ist schon ein Algorithmus, bei dem man mit muss. Ein Algorithmus.
So, dann gucken wir mal, was meine erste Legendary war. Das war Blutkönigin Latanel. Lebensentzug ist gleich eine wichtige neue Funktion, die jetzt dazu kommt. Hat plus 1 Angriff für jede Karte, die ihr in diesem Spiel abgeworfen habt. Hast du schon mal mit Lebensentzug was gespielt? Darf ich ein bisschen klug scheißen? Du darfst. Lebensentzug ist nicht neu. Der Begriff ist neu. Vorher gab es schon eine Paladin Legendary, die den gleichen Effekt hatte, nur da hieß es noch nicht Lebensentzug, da war der Effekt noch ausgeschrieben auf der Karte. Aber jetzt, wie du schon angemerkt hast, jetzt mit dem neuen Kartenset ist Lebensentzug stark hinzugekommen. Und ich finde, es gibt auch viele Gift- oder mehr Giftdiener, als es vorher der Fall war. Und Lebensentzug ist, finde ich eigentlich ganz geil. Also so auf dem Blatt, in der Theorie, greift das teilweise schon echt krass in das Spielgeschehen ein. Also ja. Ich hatte schon Situationen, wo ich irgendwie nur noch 10 Lebenspunkte hatte und nur allein durch Lebensentzug wieder auf 30 hochgekommen bin. Das kann schon manchmal nervig sein für den Gegner oder für einen selber, wenn der Gegner das macht. Oder halt nützlich für einen. Es muss aber halt dann auch passen. Ne? Es gibt dann dann auch Karten, die verwandeln einen Diener in ein Schaf und sowas. Macht das dann alles weg. Und Hexenmeister generell, also diese Blutkönigin Lanatel oder wie die heißt, ist, wenn du ein Hexenmeister-Deck hast, wo du viele Karten abwirfst, dann kann die ja echt gut sein. Also ich habe wirklich so ein Discard-Zulok und ich muss sagen, es hat sich sehr, sehr schwierig, also sehr, sehr schwierig erwiesen, die Karte gewinnbringend einzusetzen. Weil du musst, guck mal, du kriegst plus 1 Angriff für jede Karte, die du vorher abgeworfen hast. Aber überleg mal, was es heißt, eine Karte abzuwerfen. Wie weh das tut, eine Karte abzuwerfen. Und dann kriegst du einen Angriff auf die alte drauf. Das ist, ist im Deal halt unheimlich das ist, wenig. Das lohnt eigentlich, also so finde ich von den Kosten her, lohnt das nicht. Also die hat mich nie zu einem Sieg getrieben. Andere Karten schon. Auch die Karte, die mich dann da auf den Pott in Verzweiflung gebracht hat. Ja, wenn das gut mit den anderen Karten zusammenspielt, wie zieh jedes Mal eine Karte, wenn du eine abwirfst, oder spiel diesen Diener aus, wenn er abgeworfen wird, dann kann das schon gut klappen. Aber bis das mal so eintrifft, hat man, glaube ich, erstmal ein paar Spiele, wo man deftig aufs Maul kriegt. Und guck mal, das ist 5 Mana, aber die kannst du eigentlich in der 5. Runde noch gar nicht ausspielen, weil du bis dahin noch nicht genug Karten abgeworfen hast, damit es was bringt. Ja, und dann ist so die Frage, wenn ihr die in der Starthand hast, hältst du die oder hoffst du irgendwie drauf, bringt die was in der 10. Runde mit 6 Leben? Also, Du kannst ja, also es ist ja kein Kampfschrei, du könntest sie theoretisch auf dem Brett auch noch stärken, aber wie gesagt, bis er mal so viel zusammenspielt, dass das wirklich so eintrifft. Ja. Naja, also es gibt eine andere Hexenmeisterkarte, die später noch kommt, die finde ich eigentlich ganz cool, ist zwar keine Legendary, aber das. Ich bin auch kein Hexenmeister-Freund. Ich mag den nicht so gerne und spiele nicht so gerne. Und hätte mich an der Stelle, wenn das meine Karte gewesen wäre, hätte ich mich geärgert. Ja, ich glaube, die werde ich auch ganz schnell wieder los. Da gibt es viele geile Epics, die ich mir dafür holen kann. Wollen wir uns die mal im Einsatz angucken? Da hast du schon direkt eine passende Spielszene dazu. Ja, dann gucke ich mir das mal an. Selbstverständlich habe ich eine passende Spielszene dazu. Also hier auch mit Hexenmeister. Da zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 2 Karten abgeworfen, deswegen 3 Angriff. Und ja, cool, die Animation sah schon ganz geil aus mit den Flügeln, die dann dabei rauskamen. Ja, das schon. Aber viel konnte ich jetzt mit der nicht anfangen. Ich hätte gerne mehr mit ihr gemacht, aber sie wurde direkt danach zerstört. Also ich würde sie mir nicht ins Deck packen, aber vielleicht gibt es irgendwelche geheimen Taktiken, die richtig stark machen. Ich weiß es nicht. Ich habe die halt am Anfang gesehen und dachte so, boah geil, mein Discard Zulok. Da muss die rein, aber da kommt die wieder raus. Einfach. Ja, weil selbst da kannst du die nicht gebrauchen und das ist das einzige Deck, wo die funktioniert. Ja. Ne, deswegen werde ich die wahrscheinlich verstauben. Ja. Okay. Noch eine Neuerung bei dem Kartenaufmachen. Wir gehen jetzt nicht auf jede Karte ein, sondern wir haben jetzt quasi, wir gehen auf alle Epics ein, auf alle Legendaries und auf normale Karten oder andere Karten, die wir interessant finden. Genau. Deswegen nicht wundern, jetzt gleich geht die Achterbahnfahrt los, wenn ich weitermache. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Alles klar, dann geht's jetzt mal los durch das Gestrüpp an Karten, was ich dann noch so hatte.
Ja, da haben wir den Gruftlaurer. Kampfschrei erhaltet einen zufälligen Diener mit Todesröcheln auf die Hand, der in diesem Spiel gestorben ist. Ist eine epische Karte. Ich bin mir nicht sicher. Also ich finde sie eigentlich ganz gut. Die hat mir schon ein paar gute... Es kommt natürlich darauf an, was für eine Todesröcheln-Karte du auf die Hand kriegst. Aber wo ich am meisten von der Karte profitiert habe, war in Arena. Okay. Da war die echt gut. Ja, gut, weil... Ja, da brauchst du aber auch vorher eine Todesröcheln-Karte, weil das ist ja einfach nur eine Karte, die funktioniert. Es kann auch eine vom Gegner sein. Okay. Du kriegst dann den Diener vom Gegner, der gestorben ist. Ah. Und es gibt viele, die schon direkt am Anfang Todesröcheln ziehen eine Karte oder irgendwie sowas. Ah, nicht schlecht. Okay. Mhm. Das habe ich so nicht gesehen. Gut, dann mal weiter. Was sagst du insgesamt? Wichtige Waffe. Ich wollte gerade in Smalltalk verfallen. Und dann kommt die Blutklinge. Ist weder eine Legendary noch eine Epic, sondern einfach nur, ich glaube, selten. Nee, normal einfach, ne? Die ist gewöhnlich, ja. Die ist gewöhnlich. Aber die ist auf jeden Fall auch direkt in mein Kriegerdeck gekommen. Genau. Also mit der kann man echt super viel anstellen. Ja. Weil Kampfschrei und Todesröcheln fügt allen Dienern einen Schaden zu. Damit kann man Board-Clears machen vom Allerfeinsten. Nicht nur das, die funktioniert super mit der Todesritterkarte vom Krieger. Welche ist das? Und vielen, ja, zum Beispiel, dass du, wenn du die ausspielst, fügst du allen, nee, bei der kriegst du eine Heldenfähigkeit, fügt allen Dienern einen Schaden okay. zu. Ach so, du meinst da diese Heldenkarte, okay. Genau, richtig, ja. Und der hat ja richtig viele Karten, die davon profitieren, wenn sie entweder Schaden überleben oder einen Schadenspunkt bekommen. Einfach. Ja. Dass dann irgendein Effekt ausgelöst wird. Und da kann man teilweise in den Spielen, also so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber so richtig gut jonglieren, so, weißt du? Du nimmst die Karte, machst überall einen Schaden und kriegst dafür dann Effekte von deinen anderen Karten und kannst darauf wieder reagieren. Das macht teilweise richtig Spaß. Ja, ich zeig dir mal kurz im Einsatz, ja. Damit die Leute auch sehen, worüber wir uns hier begeistern. Ja, da hast du ja zum Beispiel diesen Ghoul, der, nee, Moment mal. Jetzt legst du die Klinge an und da sind zwei Diener mit 1, die haust du dann erstmal schön weg. Und dann kannst du quasi, wenn die Waffe kaputt geht, auch nochmal Gas geben. Ja, Kampfschrei und Todesröcheln. Also man kann das richtig gut taktisch einsetzen. Ja, so ist das. Je nachdem, wann man will, haut man den letzten Schlag raus und dann gibt es beim Todesröcheln auch nochmal. Ja. Oder hier jetzt bei dir gibt es eine Karte extra, wenn der Diener einen Schaden kriegt. Genau, da kannst du gut mit dem Acolyte nutzen. Der zieht dir dann einfach mal eine Karte weg. Du kannst aber nicht nur, also das Todesröcheln bezieht sich nicht nur darauf, wenn du die Waffe kaputt gemacht hast, also wenn du zweimal drauf eingeschlagen hast. Ich hatte jetzt so eine Sache, lass mich nicht lügen, wie heißt der, dieser Riesenmastodon, wie viel hat er nochmal, irgendwie 6, 10? 6, 10. Und hat Spott und der hatte noch ein Leben und ich hatte nur noch 5 Leben. So, und jetzt, ich hätte nicht mit der Blutklinge in den reinschlagen können oder mit irgendeiner anderen Waffe. Ich habe dann einfach eine andere Waffe angelegt. Und ach, und dann mit der Todesröcheln genau. ausgelöst. Genau, dann habe ich den so weggefegt und dann habe ich das Spiel so gewonnen. Also einfach andere Waffe anlegen, dann wird auch der Todesröcheln-Effekt von der Blutklinge ausgelöst. Das ist ganz geil. Ist ganz gut zu wissen für manche Situationen. Ja. Ne, ist eine gute Karte. Ja, finde ich auch. Und weiter geht's. Direkt in derselben Packung eine epische. Eine, die ich als sehr gut einschätze, die Leichenflatterin. Mhm. Hast du die auch? Die habe ich auch in einigen Decks. Was mich an der so ein bisschen stört, ist, dass sie für meinen Geschmack, leider, es ist jetzt vielleicht meckern auf hohem Niveau, aber dass sie ein Mana zu teuer ist. Ich fände sie wesentlich cooler, wenn sie 3 Mana kosten würde. Aber die hat schon einen geilen Effekt. Also, dass sie gleich mehrere Sachen auf einmal, Spott, Gottesschild, Lebensentzug und Windzeug kriegen kann, sobald du die gleichen, also sofern du die gleichen Karten noch im Deck hast. Ist natürlich blöd, wenn du die am Ende des Spiels ziehst und keine Karten mehr mit Spott oder Gottesschild im Deck hast. Dann ist der Effekt dahin. Und ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht so oft ausgespielt, aber du kriegst auch kein richtiges Feedback darüber, was sie letztendlich bekommen würde, wenn du sie jetzt ausspielen würdest. Okay. Das würde mir noch so ein bisschen fehlen, so, dass man dann noch gesagt bekommt, ja, die kriegt jetzt Spott und Gottesschild und sowas. Aber wenn du generell, also in meinem Paladin-Deck ist sie sehr stark, weil ich da eben viele Diener mit Spott, Gottesschild und Lebensentzug drin habe. Ja.
Und wenn du dann schon drei Effekte von den vier hast, dann ist das schon krass. Erhält Spott, wenn euer Deck einen Diener mit bla 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 enthält. Deck, heißt das, die Karte darf noch nicht ausgespielt sein oder ist auch schon aus die Maus, wenn du die Karte nur auf der Hand hast? Sofern ich weiß, ist, sobald die aus dem Deck gezogen wird, ist sie nicht mehr im Deck. Okay, das ist natürlich schwierig. Wenn du viele Spötter dabei hast und viele Gottesschild, viele Windzorn und viele Lebensentzug, ist es nicht so ein Problem. Aber wenn du jetzt so ein Deck gebastelt hast, wo du genau einen jeweils reingepackt hast, dann wird es natürlich knapp für die Karte, weil, wie du schon gesagt hast, mit 4 Mana, 3-3er Stats, das ist bitter. Ja, für Runde 4 ist die perfekt. Aber man sollte sie so früh wie möglich ausspielen. Ja. Eigentlich wollte ich die Karte auch zocken, aber ich bin nicht zugekommen, weil ich so lange für die anderen Scheiß-Videos gebraucht habe. Ja, ist auch nur Epic. Ich habe aber, hab aber auch andere gespielt, die nicht Legendaries waren. Aber ich glaube, wir können weitermachen, ne? Ja, machen wir weiter. Machen wir weiter, alles klar. Der Sinn dieser Karte erschließt sich eigentlich ziemlich krass, finde ich. Ja. Ja, dann so den ganzen Krux-Kram. Ja, es gibt andere Sachen, die da muss man eher drüber nachdenken. Wie ruft ein zufälligen Diener, der 5-5 kostet, so in welchen Situationen ist das gut? Und naja, wie ich schon sagte, es gibt viel mit Lebensentzug, viel mit giftig. Es ist teilweise, also mir wird, was heißt zu viel in das Spielgeschehen eingegriffen, aber es verändert schon viel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das bei den anderen Kartensets so das Gefühl hatte, dass so viel verändert wird, wie mit diesem Kartenset. Oder, ja, verändert. Ja. Ja. Erweitert, sagen wir mal so, erweitert wird. Also, was für wen auch viel getan wurde, sind unsere kleinen Freunde, die Beppo auch stets gern hat, die Murlocs. Unter anderem habe ich jetzt hier gerade mal angehalten bei der Karte Eisfischen. Und ich wollte nur mal meinen Unmut über diese Karte zum Ausdruck bringen. Ich habe jetzt schon gesehen, dass die ein paar gespielt haben, aber ich verstehe nicht, was das soll. Ja, also für Runde 2 ist sie schon mal gar nicht geeignet. Weil gerade dann, wenn du ein Murloc-Deck hast, willst du in Runde 2 Murlocs ausspielen, wenigstens ein. Höchstens für spätere Runden, wenn dir die Murlocs aus der Hand ausgehen und du dann. Aber du bezahlst eigentlich 2 Mana dafür, dass du einen Murloc auf die Hand kriegst. Weil, wenn die Karte nicht in deinem Deck wäre, hättest du ja einen Murloc statt der Karte auf der Hand. Verstehst du, was ich meine? Verstehe ich nicht. Nee. Pass auf, du kriegst doch. Du hast. Wenn du die Karte nicht mit reinpackst, dann hast du doch für die Karte einen Murloc auf der Hand. Oder im Deck. So, und wenn du die Karte ziehst, dann wäre das sonst sowieso ein Murloc gewesen. So, und wenn ich die jetzt ausspiele und die auf der Hand habe, dann ziehe ich doch im Prinzip nur einen Murloc. Unterschied. Für 2 Mana. Ja, wenn du es so siehst. Deswegen, also die... nichtsdestotrotz habe ich die natürlich auch ausprobiert. Aber so richtig geil finde ich die halt nicht. Halt, wenn du da so ein paar Zauber mit aktivieren kannst oder so... Ja, tut halt was er verspricht, ne? Zieht dann halt 2 Murlocs. Ja gut, aber wenn hättest du Megaflosse ausgespielt, hättest du im Prinzip die ganze Hand voll. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich wollte halt die Karte zeigen. Ja. Das sind dann so die Situationen, wegen denen man dann verliert, weißt du? Wenn man so diese Videos macht. Ja, Eisfischen finde ich nicht so geil. Aber da kommen gleich noch so ein paar kleine Murlocs, die finde ich dann sehr geil. So, hier, neuer Diener, Schneewatschler. Was sagst du denn zu dem? Mich würde mal interessieren, wenn man auf den, was passiert, wenn man auf den Devolution einsetzt. Dann wird der wahrscheinlich zu einem Irrwisch. Ja, der kostet auch nur 0. Ja, genau. Ja, oder egal. Vielleicht wird er ja dann zu einem Diener, der 10 kostet. Boah, es dreht sich einfach, das Karussell dreht sich ja anders. Also ich finde den echt cool irgendwie, so einen kleinen Pinguin. Und vor allem, wie ich glaube, das hatte ich schon mal in einem anderen Video erwähnt, ich stelle mir dann, wenn man so einen Diener stärkt mit +1/+1 oder +5/+5, dann frage ich mich immer, was mit diesem Pinguin in der Fantasiewelt passiert. Wachsen dem Reißzähne, wird der dreimal so groß und sowas. Ja, und muss ja. Das finde ich immer, weil viele Leute spielen ihn aus, um ihn dann zu stärken. Ja. Ist mir aufgefallen. Weiß jetzt nicht, warum das so ist, aber... Es ist eine coole Karte, finde ich. Also bisher ist mir wirklich kein Gegner über den Weg gelaufen, der den wirklich selbst ausgespielt hat, wo der mir halt total häufig über den Weg gelaufen ist, wenn irgend so ein Assi-Schamane Devolution auf mich spielt und ich vorher Einser-Diener da hatte, die dann abwechselnd zu Irrwischen und Schneewatschlern werden. Also Irrwische haben da jetzt kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Deswegen wollte ich noch kurz auf diesen Diener eingehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn mir... Es ist halt ein Wildtier für Jäger vielleicht ganz okay, aber ich würde mich wirklich ärgern, wenn ich den irgendwie in einer späten Runde ziehen würde. Ja, das stimmt. Das würde mich so ärgern. Ja. Kann ich verstehen. Eigentlich müssen wir im Anschluss an das Video auch noch kurz unsere neuen Karten spazieren führen, oder? Vielleicht ist dieser Schneewatschler ganz gut für Schurkendecks, die immer wieder die gleiche Karte mit demselben Namen ausspielen müssen, weil der kostet 0. Ja. Und tust ihn immer wieder auf die Hand zurück, kopierst ihn und spielst ihn immer wieder aus. Vielleicht ist er dafür gut geeignet. So, hier die nächste. Aber ich spiele auch keinen Schurken. Die nächste epische Karte. Spannend, spannend. Was wird's? Lichtschmerz. Finde ich scheiße. Um's kurz. Find ich geil. Okay. Gerade vor 20 Minuten hatte ich noch ein Spiel, da habe ich die Waffe auf 6-1 bekommen. Okay. Und dann ist sie schon echt geil. Das ist aber viele Diener mit Gottesschild. Ja, das ist ja halt auch eine Paladin-Karte. Und Paladin bietet sich nach dem neuen Set sehr gut für Gottesschild-Decks an. Divine Shield-Decks. Da werden wir später auch noch auf eine Legendary stoßen, die auch davon profitiert. Allerdings sind das die einzigen zwei Karten, die dazugekommen sind, oder die es überhaupt, glaube ich, in dem Spiel gibt, die davon profitieren, wenn ein Diener Gottesschild verliert. Ja. Sonst ist da, glaube ich, nicht viel. Also alleine ist dieses Lichtschmerzschwert vielleicht nicht so gut. Okay. Dann, ja, ich bin nicht so der Paladin-Typ. Ich habe so einen Murloc-Paladin, das reicht mir dann. Aber so richtig in die Untiefen der Paladin-Welt bin ich nie vorgedrungen. Na gut, dann Liga. So, was mag da noch kommen? Wie hat es denn allgemein jetzt so das Gefühl? Ungoro, da hatten wir den Eindruck, da wäre ziemlich viel doppelt. Ja, das... Legendary. Nur kurz gesagt, das bleibt ja bei über 90 Kartenpaketen, bleibt das ja nicht aus, ja, dass du da sehr viel doppelt und dreifach hast und so. Ganz kurz nur, falls ich mein Fazit schon mal vorziehen möchte. Ich finde das Kartenset echt cool. Das Thema mit den Todesrittern, das hat mir in Warcraft 3 hat mir das gefallen, in World of Warcraft hat mir das gefallen, und das ist jetzt hier so, meiner Meinung nach, so gut implementieren, dass du deinen Held quasi nicht wechselst, aber du wirst sozusagen verdorben. Und wechselst dadurch auch deine Heldenfähigkeit, die eigentlich, soweit ich das bisher gesehen habe, bei jeder Klasse viel stärker geworden ist. Ja. Und auch sich komplett verändert. Zum Beispiel hast du beim Hexenmeister verursacht 3 Schaden und hat Lebensentzug. Ey, wie geil ist das denn? Wenn du vorher deine Heldenfähigkeit siehst, füg dir selber 2 Schaden zu und zieh eine Karte. Also ein bisschen... Da sprichst du schon was an. Ich glaube, die Hexenmeister ist auch die stärkste. Ich finde auch, dass der Hexenmeister wesentlich ansprechender geworden ist durch das neue. Ja, da musste jetzt auch irgendwann kommen. Der Hexenmeister, der war ja komplett unattraktiv. Den hast du ja nirgendwo mehr getroffen. Seit jetzt das neue Kartenpack raus ist, kriege ich einen Hexenmeister nach dem anderen. Ja. Ne, das ist. Ja, finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. So muss das sein. Die nächste Legendary bei mir. Dann schauen wir mal rein. Prinz Valanar, Kampfschrei erhält Lebensentzug und Spott, wenn euer Deck keine Karten enthält, die 4 Mana kosten. Was hältst du von dem? Ich mag sowas nicht, weil ich da mein ganzes Deck für eine Karte ändern muss, die Stats hat von 4-4 und Spott. Ich meine, was ist ein 4-4 Spötter? Der hat ja noch nicht mal Spott. Der hat halt wirklich nur... Du holst dir alle 4 Mana-Karten aus dem Deck raus, nur damit dieser eine Kerl Lebensentzug und Spott bekommt. Ja, eben. Und mit Spott, mit 4-4 hält er auch keinen auf, einfach. Ja, ich reg mich auch ein bisschen drüber auf, weil ich habe den auch und ich finde den scheiße. Ich glaube, der wird bald auch gehen. Also ja. Aber wie ist das denn jetzt, wenn du den zerstäubst? Ja. Dann kannst du den wieder in einem Kartenpack drin haben, ne? Ja. Scheiße. Ich glaube schon. Weil wenn ich den zweites Mal ziehe, ey, dann kotze ich ab. Einfach nur, um die künftigen Kartenpacks zu entlasten. Ja, okay, über die will ich nicht lange reden. Die habe ich auch nicht gezockt, weil ich die doof finde. Es gibt ja jetzt auch für eine, glaube ich, für 2 Mana und 3 Mana Karten. Diese Prinzen gibt es öfter, ja. Ja. Und meiner Meinung nach gibt es auch Prinzen, die einen besseren Effekt haben als Lebensentzug und Spott. Ich stelle nicht für eine einzige Karte mein ganzes Deck um. Ja, und vor allem, die kriegt ja dann nur Lebensentzug und Spott. Wenn die +6/+6 bekommen würde, würde ich es mir eventuell nochmal überlegen. Ja, genau. Das ist auch noch ein guter Punkt. Naja. Na gut, dann haben wir die abgehakt. Genau, schnell weg. Ich werde die wahrscheinlich verstauben. Na, allein für die Hexenmeister-Heldenkarte.
Oh, und wieder eine epische. Nämlich diesmal der Schmelzofen-Koloss. Ist dir dieser feine Herr schon mal über den Weg gelaufen? Ich sehe den jetzt gerade zum ersten Mal. Werft alle Waffen auf eure Hand ab und fügt diesem Diener ihre Werte hinzu. Vielleicht, damit wir jetzt nicht so abstrakt bleiben, ich spiele einfach mal die Spielszene ein, wo ich den eingesetzt habe. So, ich hatte da Frostgramm auf der Hand und dann spiele ich den aus. Und dann wirft er quasi die beiden Waffen ab. 5-3. Und dann hat er 14-11er Stats. Ja, finde ich ganz gut. Also im ersten Moment finde ich ihn gut. Jetzt muss ich mal überlegen. Wenn ich jetzt wie in deinem Fall hier einen Waffenkrieger habe, ja, würde ich die Waffen eigentlich auch ganz gerne einsetzen wollen. Ja, genau das. Also ich finde die Karte geil. Also ich bin da genau deiner Meinung. Irgendwie ist die geil. Aber guck dir mal an, was von meiner Hand übrig geblieben ist. Ja, ne, das ist irgendwie scheiße. Mhm. Und wie ich schon sagte, jetzt ein Schaf oder so und der ganze Effekt ist für die Katz. Genau. Oder einmal Quark. Ja. Ich glaube, ist das nicht sogar noch ein Schamane, gegen den ich da spiele? Ja, ja. Ja, ja, so. Das heißt, der Frosch, der droht da auch immer. Und wohl habe ich mich dabei nicht gefühlt. Oder was? Nee, das kann er nicht machen. Ich wollte gerade fragen, oder mit seiner Heldenfähigkeit ihn einfach in einen Diener verwandeln, der eins mehr kostet. Aber das kann er nur mit befreundeten Dienern machen. Okay. Ich glaube, sonst wäre die Heldenfähigkeit auch wirklich zu krass. So, aber auf jeden Fall, also ich finde die Karte cool, aber die wird sich, glaube ich, nicht in meinem Warrior-Deck durchsetzen können. Eben weil die Waffen weg sind. Im ersten Moment dachte ich mir auch, was für eine geile Karte, aber naja, gut, man muss immer zweimal drüber nachdenken. Deswegen dachte ich, spiele ich das direkt mal ein, weil ich auch dachte, die ist ja voll übergut, die Karte. Und dann habe ich die jetzt ein, zwei Mal eingesetzt und dann siehst du halt, wie scheiße das ist, was übrig bleibt. Ja, du hast drei Waffen gezogen, dann hast du da halt einen total starken Diener, ja. Aber der ist ja auch diese Runde noch nicht dran, das heißt, der Gegner hat da noch alle Möglichkeiten. Oh. Aber wenn man jetzt mal dieses Beispiel nimmt, ist es jetzt vielleicht doch nicht so schlecht, weil wenn der Schamane nichts mehr machen kann, ist er tot. Ja genau, das ist auch genauso passiert, aber das passiert auch anders. Ja, eben, ja. Also so wie das aussieht, du hattest ja sowieso die Überhand, so wie das aussieht. Ja, ja, das Spiel lief ganz gut. Den hättest du vielleicht nicht gebraucht, aber es war da nochmal ein schönes i-Tüpfelchen. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt das Spiel schon ein bisschen rausgezögert, damit ich den noch einsetzen kann. Ja, ja. Ich war froh, dass er nicht aufgegeben hat, weil im Prinzip hatte er da schon zwei Runden vorher keine Schnitte mehr. Aber nee, jetzt gut, ich hätte noch einen Scharmützel auf der Hand gehabt, hätte ich mir aber eventuell auch einen weggewichst. ja, so ist er auf jeden Fall blöd gewesen. Also so, ich finde die Karte gut, aber das ist eher in so einem Fun-Deck würde ich die, glaube ich, nochmal packen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise das nächste Turnier machen, dann kommt die nicht mit. Ja. Das ist mir zu unheimlich. Weiter geht's. Ich fand die Karte unheimlich cool, so vom Design her. Fand ich geil. Ja. Gibt selten, dass ich sage, ich finde eine Karte sieht schön aus, aber die fand ich richtig cool. Ja, jetzt wieder, die Erweiterung hat genauso wie Ungoro 135 Karten. Genau dieselbe Aufteilung für jede Klasse, zwei Legendaries. Einmal die Helden Legendary, wie es bei Ungoro die Quest war. Und dann nochmal ein Legendary Diener. Ah, gut, dass du die Zahlen dann nochmal. Ja, ist halt genau dasselbe wie Ungoro. Hätte ich die Notiz nicht weggeschmissen, dann hätte ich es vorlesen können. wieder eine epische. Epic. Was haben wir da? Episch. Der rasselnde Rabauke ruft ein Skelett herbei und Todesröcheln ruft eins für den Gegner herbei. Ich bin so hin und her gerissen zwischen gut und scheiße. Ich bin eigentlich 100% scheiße. Ja, also ich finde die Karte 100% scheiße, nicht ich bin 100% scheiße. Hast du zumindest diesmal nicht gemeint? Nee, ich kann das verstehen. Also ich hatte auch gedacht, ich will alle epischen und alle Legendaries von mir zocken, aber wie man schon gerade gesehen hat, habe ich das nicht gemacht und das auch aus bestimmten Gründen. Und deswegen. Das ist so ein bisschen wie der Doppelgangster, ne? Nur dass er halt auch noch einen für den Gegner herbei ruft. Ey, soll ich dir mal was sagen, dass der Doppelgangster mir inzwischen so auf den Sack geht? Ja? Ja. Weil du den anderen begegnest? Ja. Oder wieso? kennst du die Kombination vom Schaman? Nein. Doppelgangster raus. Aha. Und dann Evolution spielen. Das heißt, du hast Doppelgangster, der spielt ja für 6 Mana oder für 5 Mana. 5 Mana. Ach so, und dann, ja, krass. Und dann ist jeder von dem 6 Mana wert und wird zu einem 7 Mana Gegner oder so gemacht.
Ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, weil der 1-1 hatte, dass der dann auch so viel Mana kostet. Aber ja, klar. Ja, das Oh ist. ja, gut. Genau, Ja, die sind gute da alle Taktik. 2-2, und aber das gilt, jeder einzelne gilt als 5-Mana-Diener oder was weiß ich. Ja. Und wenn du Evolution spielst, dann wird er in einen höher gezogen. Oh je. Und dann hast du da häufig so einen, wie heißt der, Kernhund oder was, mit 9-7er-Stats. Und die sind dann einfach mal da. Zack. Mir fällt vielleicht gerade eine Situation ein, wo dieser rasselnde Rabauke eventuell gut wird. Oder gut ist. Es gibt eine Karte, ich Wenn weiß, dein boah, wie Gegner heißt ihn sie? nutzt. Ja, eben, es gibt diese Karte, Trank des wähle einen Wahnsinns. befreundeten Diener und der Gegner übernimmt die Kontrolle über den. Ja. Ich weiß nicht, ist das Hexenmeister oder ist das alle Klassen? Ich weiß es nicht mehr. Ich komme auch jetzt nicht mehr auf den Namen von der Karte, aber die gibt es auf jeden Fall. Und ich habe mich schon gefragt, so auf welche Diener könnte man das gut einwirken? Diener, die man selber im Deck hat, von denen man selber profitiert, aber dann, sobald sie auf dem Feld sind, scheiße sind. Und die man dann, oder einen schlechten Todesröcheln-Effekt, wie jetzt zum Beispiel der rasselnde Rabauker, wo man den gerne abgibt. Ja. Ach so, meinst du so, aber dafür, dass du die am Anfang einsetzt, du meinst jetzt, wenn du gegen einen Priester spielst und der Priester soll dir den quasi mit seinem Trank des Wahnsinns da Nee, wegziehen. nee, nee, eben nicht. Es gibt ja eine neue Karte. Wähle einen befreundeten Diener und der Gegner übernimmt die Kontrolle über ihn. Ernsthaft? Die gibt es, ja. Ich habe die gezogen im Wie ist Kartenpaket. das Ich weiß denn? Das nicht ist ja mehr. wie jemand mit Scheiße bewerfen. Ja, und vor allem, pass auf, du spielst diesen rasselnden Rabauken aus, du bekommst den Kampfschrei, das Skelett 5-5, wählst dann, dass der Gegner den übernehmen soll und du kannst ihn direkt platt machen. Und du bekommst nochmal einen Ist das 5-5er. asozial? Das macht Sinn. Das ist eine geile Ja. Kombination. Also du musst ja dann nicht irgendwie warten. Hat zwar dann diese ZZ und schläft und er selber kann ihn nicht einsetzen, aber du kannst ihn ja trotzdem platt machen. Ja, klar. Das ist eine gute Idee. Müssen wir mal gucken. Also die Karte muss man noch mal zeigen gleich. Okay, weiter geht's. Trotzdem finde ich die nicht so toll. Weiter geht's. Ja, viele, viele sieht man jetzt halt auch mehrfach schon. Ja. Ja, jetzt kommen wirklich mehrere doppelt. Ja. Dreifach, vierfach, fünffach. Knochenraus finde ich auch eine starke Karte. Ja, habe ich jetzt noch nie selbst eingesetzt. Oh. Ich auch nicht, aber die Aber ging mir immer schwer auf den Sack, wenn ein Gegner sie eingesetzt hat. spektrale Plünderin. Verursacht so viel Schaden, wie ihr in diesem Zug andere Karten ausgespielt habt. Das ist quasi so ein Edwin van Cleef-Effekt, ne? Ist aber Driss. Ja, da kannst du besser einen Edwin van Cleef oder einen Fresswurz spielen, ne? Ja, vor allem so ein Edwin van Cleef, der kostet ja nur wie viel Mana? Drei. Ja, da kannst du vorher auch noch mehrere Karten ausspielen als hier mit 6 Mana. Ja. Also du hast vielleicht eine Münze auf der Hand, kannst dann noch einen anderen Diener oder einen Zauber spielen und machst dann 3 Schaden. Brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden, ne? Ich hatte die einmal in der Arena und habe da wirklich nicht von profitiert. Alles klar, ja, ich glaube nicht, dass das eine sehr gute Karte ist, die ich Nee. häufig nutzen würde in den Listenspielen. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ich glaube, eine Karte, über die ich sprechen wollte, da sind wir gerade schon einmal vorbeigehuscht. Aber, genau, da ist sie, die hatten wir aber gerade schon. Ich wollte gerne über den Haibär sprechen. Wie findest du den Ja. denn? Ja, das ist wieder so das Ding Jäger, ne? Das ist nicht so mein Ding, aber für 3 Mana, 4-3 und kann nicht von Zaubern und Heldenfähigkeiten als Ziel gewählt werden, ist mega geil. Und noch dazu halt dieses Bild mit dem Bären und dem Haikopf, ey. Ich finde die auch mega geil. Ich Weil stell dir das mal vor, ein Bär, der dann auch noch einen Haikopf hat. Stell dir mal vor, du begegst den im völlig Wald. krank, völlig krank. Bist richtig gefickt, Ja. Ja, wahrscheinlich ist er noch schnell und er kriegt dich. Und dann kannst du Und nicht mal der mit deinen Zaubern gegen den anstinken. ne, wittert deine Angst und dein Blut und oh, Genau. Horrorvorstellung für einen Albtraum, Ist ey. auf jeden Fall direkt in mein Jägerdeck gewandert. In meinem Ja. Midrange-Hunter-Deck, weil ich glaube, das ist halt so eine Karte, die kann dir nicht einfach so ein Magier wegficken. Ne. Mit Portal Feuerlande oder so eine Scheiße. Das sind die Dinger, die mich sowieso inzwischen tierisch aufregen. Ja.
Fatalfeuerlande so wirklich. Egal, ob jetzt in Constructed oder noch schlimmer in Arena. Ja. Was haben wir da? Der Brrrlock. Brrrlock. Hast du den auch? Ja, natürlich habe ich den. Den hatte ich irgendwie 4 oder 5 Mal. Ja. Ja, aber ich spiele gar nicht mehr Schaman, Murloc-Schaman. Okay. Wenn, dann würde ich ihn auf jeden Fall reinpacken. 2-2-2 und friert einen Gegner ein. Ja. Generell, ich finde das ganz cool jetzt mit diesem Frostthron, dass er viel mit Einfrieren passiert. Ja, und das gab es ja bei den Murlocs auch noch nicht so in der Form, ne? Also funktioniert halt so wie dieser, ich weiß nicht, Eiselementar oder wie der da ist. Und jetzt hier beispielsweise in dem Spiel hat er mir echt den Arsch gerettet. Direkt 2. Ja, genau, weil hätten die mich angegriffen, dann wäre ich voll im Arsch gewesen. Mhm. Ne? Und so konnte ich die halt wegfreezen und gut ist. Ist eine gewöhnliche Karte, aber ich finde die, also ich spiele ja gerne Murlocs und ich spiele auch gerne Schamane und deswegen habe ich mich über die Karte sehr gefreut. Oh, noch eine epische. Gletschermysterien. Spielt alle Geheimnisse in eurem Deck je einmal aus. Ich bin leider nicht dazu gekommen, die Karte zu testen. Aber lohnt sich denn die Karte? Also ich sag mal so, die gewöhnlichen Magier, die siehst du jetzt eigentlich nur noch mit Eisbarriere und Eisblock rumlaufen. Die brauchen das nicht. Du musst ja im Prinzip alle Geheimnisse einmal dabei haben und hoffen, dass du die noch nicht gespielt hast, bevor du bei 8 Mana bist. Generell, ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann man nicht sowieso maximal nur 3 Geheimnisse auf einmal aktiv haben? Nee, ich glaube, da gehen mehr. Okay, nee, dann... Weil sonst bist du ja schon mit dem Mana-Kosten, würde sich das schon gar nicht... Eben, deswegen dachte ich, ich habe die auch eigentlich bisher immer für nicht so gut gehalten. Weil ich, wenn ich mir jetzt einen Magier machen wollen würde, nachdem ich die ganzen Kartenpacks aufgemacht habe, hätte ich mir unheimlich gerne einen Magier gemacht, aber dazu komme ich später noch. Aber dann guck mal, wie viele Geheimnisse du denn in dein Deck packen müsstest, ja, theoretisch, damit du da auch wirklich was von hast. So sieht das aus. Ja, und also die darfst du vorher nicht gezogen haben. Muss im Deck sein. Mana, ey. Ja, weißt du, dann spielst du die aus und kannst sonst nichts mehr machen. Ey. Ja, das ist ein bisschen bitter. Also, ja. Ich glaube auch nicht so praxisanwendbar im hohen Mana. Nee, die Karte ist mir einfach zu defensiv irgendwie. Ja. Check, check. Ach ja, viele schöne Karten. So, aber am Anfang war bei mir echt das Spektakulärste. Nachher, bis auf das letzte Kartenpaket. So, nochmal die Blutklinge bekommen. Ah, und die nächste epische. Die Leichenflatterin hatten wir schon. Ja. Der Haibär, bester Mann auf dem Platz. Und die nächste epische. Nerubischer Zerreißer, Zauberkosten 2 mehr, weiß ich nicht. Das Problem ist halt, wenn du gegen Magier spielst, dann ist das ganz geil, aber die Chance, dass du gegen Magier spielst, steht halt 1-9 und dann hast du diese Missgeburt in deinem Deck. Ja. So, ich weiß nicht, also. Nee, ich mag die auch nicht so gerne. Ja, kleine Durststrecke jetzt gerade. Was gute Karten angeht. Ich meine, jetzt eine epische war dabei, aber was willst du? Was willst du mit der? Oh, Legendary. Oh. Der Morabi. Jedes Mal, wenn ein anderer Diener eingefroren wird, erhaltet ihr eine Kopie davon auf die Hand. Finde ich unheimlich stark. Ja? Ich find die Karte echt gut, ja. Vor allem, weil der Schamane jetzt mit der neuen Expansion, finde ich, so ein bisschen Richtung Freeze gedrückt wird, durch den Brrlock zum Beispiel. Ja, ja, und es ist scheißegal, ob das ein befreundeter oder ein feindlicher Diener ist. Du kannst die Karte ausspielen, einen Diener vom Gegner einfrieren, kriegst du auf die Hand. Ja. Ich zeige dir die mal eben im Einsatz. Ich habe damit schon meine Schandtaten getrieben in einem Spiel.
Also jetzt spiele ich den Morabi aus. Sehr langsam, damit man es nachvollziehen kann. Und dann habe ich halt diesen Frostschock auf der Hand und dann sage ich, ja, ich will den gerne in der Mitte haben. So, kriegst du dann. So, oder ich habe dann auch noch, siehst du, auf der Hand noch so ein Brrlock. Eine Runde später sage ich dann halt, ich will da den Typen mit Spott haben. Dann friere ich den ein, dann kriegst du den auf die Hand. Ja, das funktioniert schon ganz geil eigentlich. Ja. Es gibt auch eine Karte, friert alle feindlichen Diener ein, aber das ist, glaube ich, nur Magier, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist diese Frostnova für 3 Mana, ne? Ja. Ja, ist Magier. Ja, okay. Das Morabi gefällt mir sehr gut. Ist in meinem Schamandeck. In einem meiner Schamandecks. So, 40 noch. Wir machen hier schon Highspeed. Ja, wieder Eisfischen. Manchmal hat man es aber auch so, wie gerade, da sind in einem Päckchen auf einmal 2 dieselben. So, wo man sagt, so, das kann auch, ist irgendwie komischer Zufall, ne? Ach ja, mein Gott, ob du sie jetzt in 2 verschiedenen Paketen hast oder im gleichen. Episch! Kyotase! Ja, so. Die passiert natürlich, kann super mit dem Morabi. Was ich mich halt frage, ist, wie ist es jetzt, wenn du den Morabi ausspielst und den nochmal einfrierst und dann nochmal ausspielst und dann noch mehr Leute einfrierst? Ja, hey, das doppelt, ist ja, ne? Ja. Und durch +3/+3 ist es auch unwahrscheinlich, dass er so schnell vom Platz genommen wird. Ja. Also, ich konnte die Kyotase leider in meinem Beispiel nicht so gewinnbringend einsetzen. Ich wollte einfach nur erstmal in der Mitte, wollte ich einfach mein Totem erstmal aufrechterhalten. Und dann friert es halt eigentlich +3/+3, so wie es da steht. Aber war jetzt so ein Murloc-Totem und der Murloc wird, obwohl es gefroren ist, halt trotzdem herbeigerufen. Ja. Starke Karte, finde ich. Gut. Also gerade, ja, wie du gesagt gut. hast, in Kombination mit Morabi. Bam, bam. Das sind auch so viele so 0815 Schrottkarten mit dabei, ne? Ja, alles Staub. Knochenorakel. Oh, und eine epische. Was ist das? Die Schwarzwache, wollen wir uns mal eben angucken. Wenn euer Held geheilt wird, wird jedes Mal einem zufälligen feindlichen Diener ebenso viel Schaden zugefügt. Das weiß ich nicht. Also vom Mana-Kosten und von den Werten her geht's eigentlich. 6 Mana, 3, 9. Ich finde, der Paladin, der hat halt leider nicht... Es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber der hat meiner Meinung nach nicht genug Möglichkeiten, um sich selber zu heilen. Was hat er denn schon groß, um sich selber zu heilen? Außer die Karten, die alle Klassen haben, hat der Paladin jetzt eigentlich nicht so viel. Ist jetzt natürlich wäre die Karte als Priester, wäre die natürlich mega unfair. Aber man müsste sich Gedanken machen, wie man es schaffen könnte, sich selber zu heilen. Ansonsten dafür wäre die eigentlich ganz gut. Ist halt nur, dass es auch wieder ein zufälliger feindlicher Diener ist. Ja. Kannst du nur gelenkt einsetzen, wenn nur ein feindlicher Diener im Umfeld ist. Leider ja. Deswegen auch für mich nicht wirklich anwendbar. Ja, für deinen Paladin-Murloc-Deck sowieso nicht. So sieht es aus. Aber die habe ich sehr oft bekommen, die Schwarzwache. Ich weiß auch nicht, warum. Staub. Ja, also ich hätte lieber andere Epics bekommen, die mir jetzt fehlen. Ja. Und zum Beispiel diese hier. Wäre Lichtschmerz, schon Lichtschmerz hatten wir schon. Die habe ich zweimal. Ich auch, aber ich brauche sie, glaube ich, nicht so. Finsteres Urteil. Wieder ein Brrlock. Er friert deswegen. Brrr. Da, der Todesschuppenritter, den finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht als Murloc. Das ist ein 1-1er Murloc mit Lebensentzug. Ich meine, den stelle ich gleich auch noch vor.
zu einer späteren Stelle. Nicht, dass ich jetzt hier falsche Versprechungen mache. Ah, eine epische. Haben wir da. Üble Verseuchung. Was sagst du zu der Karte? Verursacht 5 Schaden, zieht 5 Karten, erhaltet 5 Rüstung, ruft einen Ghoul 5-5 herbei. Auf den ersten Blick finde ich die jetzt eigentlich geil. Also der Druide hat ja sonst eigentlich nur Pflege. 5 Mana und da kannst du dich entscheiden, ob du halt, ich glaube, 5 Schaden machst oder 3 Karten ziehst. Oder irgendwie so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, für das Doppelte an Mana ziehst du 5 Karten, kannst eventuell sogar noch einen Tempo-Swing machen, indem du mit 5 Leben Diener runternimmst, dann hast du auf einmal einen 5er Ghoul da und noch 5 Rüstung zusätzlich. Ist das schon ziemlich fett. Die ist sowohl offensiv als auch defensiv, die Karte. Die ist eigentlich echt gut. Ich zeig's dir mal in Einsatz. Yay. So, und dann hast du da den Lich King. Den Lutsch King und dann kannst du den halt damit einfach runternehmen, ne? Ja. 5 Schaden und dann geht's erstmal los. Dann ist eine halbe Stunde warten angesagt, weil so viel passiert. Ghoul liegt schon. 5 Karten. So, und das kann dich halt so im Late Game richtig nach vorne bringen. Ja. Ja. Hey, finde ich echt stark, die Karte. Ja. Vielleicht sogar schon fast zu stark. Also, das ist, da kannst du für 10 Mana echt nicht meckern. Ist zwar teuer, aber Preis-Leistung stimmt. Ja. Elender Bauer. Grabschrecken, Brlock, Eisfischen. Meine Lieblingskarte, wie man gerade gehört hat. Hier die lautere Beschützerin. 1-1 und Gottesschild und Lebensentzug. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja. Ja, das ist jetzt wieder eine epische. Da haben wir den monströsen Bogenschützen. Ruft ein zufälliges befreundetes Wildtier herbei, das in diesem Spiel gestorben ist. Als Todesröcheln. Ich weiß nicht, ich finde so Karten unterirdisch. Ja. Das ist, wenn du Pech hast, kriegst du die 1-1 Miezekatze aus Runde 1 wieder aufs Spielfeld, ja. Dann hat sie sich echt nicht gelohnt. Das ist halt wieder dann so ein Glücksspiel. Ja, deswegen mag ich diese Karte nicht. Nee. Und jetzt so beim Kartenauspacken ist das jetzt wieder so der Zeitpunkt, wo man sagt, oh, noch 12 Packungen. Hoffentlich kriegt man noch eine Legendary. Oh! Ja. Noch eine Legendary. Nee, das ist aber auch dann bei der 11. Kartenpackung. Danach denkt man sich auch, hoffentlich kriege ich noch eine Legendary. So. Ja, die ist richtig geil. Mit dieser Karte hatte ich so viel Spaß. Ich glaube, das ist die beste, die ich dabei hatte. Mhm. Und ich will gar nicht viel sagen. Ich mache einfach mal direkt die Spielszene. Also Heldenfähigkeit wechselt und du kriegst eine Waffe. Und die Waffe, die hat es richtig in sich. Erstmal eine geile Animation, wenn der Held wechselt. Heldenfähigkeit wird zu, fügt allen Dienern einen Schaden zu. Und die Waffe hat 4-3er Stats. Das Besondere an der Waffe ist, das kann man jetzt in der Spielszene sehen, ich habe auf den mittleren nur gehauen. Und die benachbarten Diener kriegen den Schaden mit ab. Ja. So, und dann kannst du natürlich schön traden. Mit der einen gehe ich dann noch in den einen Diener. Und mit der Heldenfähigkeit kriegst du die dann alle gut runter. Überleg mal, was da gerade noch am Board lag. Ja. Ne? Und das kriegst du halt mit dem Geißelfürsten Garrosh richtig, richtig geil hin. Echt starke Karte, ja. Ist die, die habe ich mir gecraftet. Ist wahrscheinlich die zweitbeste Heldenkarte, finde ich. Ich finde die vom Hexenmeister noch stärker. Achso, okay, ja. Die ist noch ein... Das stimmt, ja. Aber sonst ist das die zweitstärkste, auf jeden Fall. Ja, die vom Hexenmeister verwandelt den Hexenmeister einfach von Scheiße in geil. Ja, auf jeden Fall. Du müsstest in Runde 1 ausspielen können. Da kannst du wieder alles gut machen, wo du am Anfang zu viele Karten gezogen hast. Genau, und dann mit Lebensentzug dir dann wieder zurückholen vom Gegner. Ja, genau. Und du musst nicht mal in den Reihen boxen, um den Lebensentzug zu bekommen. Das ist eigentlich das Geile. Ja, ja. Ja, und jetzt so die letzten Packungen. Das, was ich gerade sagen wollte, als uns die Legendary unterbrochen hat, ist, da machst du ja schon Gedanken, kriegst noch eine Legendary. Und, ne, und eigentlich die Hoffnung verliert man dann irgendwie so langsam. Ne, vor ich finde das aber nicht so schlimm. Also wenn man jetzt beispielsweise 12 Kartenpakete noch öffnet, wo keine drin ist, dann habe ich für mich persönlich so das Gefühl, ist die Chance höher dann in den Kartenpaketen, die ich mir in den nächsten Tagen erspiele, dass da was drin ist. Ja, das ist dann... Hätte ich in dem zweitletzten Kartenpaket oder in dem letzten Kartenpaket eine Legendary, hätte ich mir gedacht, so, oh krass, jetzt spielst du einen Monat
Monat, ohne dass du nochmal eine Legendary kriegst oder so. Und hier kam dann noch in der fünftletzten Packung eine Epic. Das ist wieder die spektrale Pünde. Ja, aber in Gold. Hatten wir schon. In Gold, ja. Die ist auch schon, die ist schon weg. Und wieder eine epische. Aha. In der viertletzten Packung. Die Leichenflatterin hatten wir jetzt, ich glaube, das dritte Mal dann inzwischen. Ja, so, ich hatte die sogar noch öfter bei mir. Und das war dann jetzt so der Zeitpunkt, wo du dann sagst, so, da kann eigentlich überhaupt nichts mehr passieren. Und dann kommt wieder eine Legendary, eine Epic. So, den hatten wir dann auch schon. Das heißt, ich habe den zweimal. Das ist toll. Ja, und dann ist halt so die Einstellung, das war's einfach, ne? Und dann, ja, dann machst du die Packung auf, nichts Besonderes. Und dann kommt die letzte Packung. 3 Legendary, 2 Epics. Ja, gut. Ein paar seltene halt, ne? Die Schattenklinge, Held ist immun, ist auch nicht schlecht. Verstand rauben und dann, oh! Eine Güldene. Eine Legendary. Der Lichtköter. Erhaltet eine zufällige Todesritterkarte auf die Hand. Finde ich, ich finde die so, wie sie ist, finde ich sie geil. Ich fände sie allerdings noch einen kleinen Ticken besser, wenn sie noch ein Mana weniger kosten würde. Ja. Ich habe immer so dieses, weißt du, dieses Gefühl, so für 4 Mana ein 2-2 ausspielen, auch wenn der Todesröcheln-Effekt geil ist. Aber nachher wird er zum Schweigen gebracht oder sonst irgendwas. Ja. Und am Anfang wusste man ja auch noch gar nicht, was diese Todesritterkarten sind, so. Aber nachdem man den Lichtking ein paar Mal ausgespielt hat, dann weiß man schon, dass diese Todesritterkarten echt stark sind. Ja, also hier habe ich jetzt mal den Köter, den Lichtköter ausgespielt. Oh, was für eine coole Animation, du hast erst einen Knochen dahin. Ja, warte mal, willst du nochmal? Ja. Ja. Oh. Was? Schnapp dir den Knochen. Ja. So, dann ist er da. So, und jetzt den Todesrechen-Effekt habe ich nicht vorgeführt. Mhm. Ah doch, habe ich wohl. So, da habe ich mir selbst kaputt gehauen und da hatte ich halt Todesritterkarte Finsterer Pakt. Vernichtet alle Diener, entfernt für jeden vernichteten Diener die oberste Karte eures Decks. Ja, krass, okay, die hatte ich noch nie, die Karte. Ja, ich habe gleich mal so eine Auflistung gemacht, zu einer etwas späteren Zeit, welche Todesritterkarten ich schon alle hatte. Mhm. Und ja, das war jetzt eine davon, die ich durch den Lichtköter gekriegt habe. Heißt der eigentlich Lichtköter oder Lichtköter? Lichtköter. Dann heißt er auch Lichtkönig, nicht Lichtking. Wird das abgeleicht. Okay. Und wie hat sich gehört für die letzte Karte nochmal eine epische? Ich würde sagen, war keine schlechte, war nichts Schlechtes. Die dunkle Seite, was kann die? Übernimmt einen feindlichen Diener, wählt einen feindlichen Diener, übernimmt zu Beginn eures Zuges die Kontrolle darüber. Ach, so hin und her gerissen. Ja, das ist eine Gedankenkontrolle mit einem Zug Verzögerung, allerdings auch 4 Mana günstiger. Ja, und bis dahin wird er aber schon tot sein. Ja, aber damit kannst du den Gegner ja zwingen, ne? Ihn dazu, den zu töten. Ja. So, wenn der Gegner jetzt in der nächsten Runde eigentlich auf dich gehen wollte, Face gehen wollte, dich zwar noch nicht töten kann, aber dir schon mal viel Schaden zufügen, dann spielst du die Karte aus und dann muss er erstmal seine Taktik ändern. So, ne? Ja, gut, das stimmt. Sonst wendet sich das Blatt und das will er dann natürlich nicht und dann hast du vielleicht Zeit, andere Taktiken auszuspielen oder so. Ja. Ich finde die Karte eigentlich ganz cool. Ich habe sie zwar noch nicht eingesetzt, aber allein dieses die dunkle Seite, so, jetzt komm auf die dunkle Seite, ja. Ich finde das cool. Ja, und dann waren meine Packungen fertig. Was macht man dann als erstes? Natürlich erstmal gucken, wie viel Staub man kriegt. Ja. Und das waren bei mir jetzt knapp 2000. Mhm. Und davon kann man viel Schönes machen, das habe ich dann auch getan. Ja. Ich habe erstmal im Anschluss alle goldenen Karten weggehauen. Also ich halte die goldenen Karten nicht. Ich gucke, dass ich dann dafür Staub kriege. Und den Prozess, den könnt ihr jetzt hier in Ultraspeed halt... Das mach ich nur bei den Wilden. Begleiten, ja, weil die goldenen, die geben halt Staub und dafür kann ich mir vernünftige Karten holen. Ne? Das habe ich jetzt... Das stimmt schon, aber ich mag die beweglichen Animationen von den Karten. Ich auch, aber ich gehe dann eher so auf die Nutzbarkeit, sag ich mal. Ich finde die auch geil animiert und würde die gerne behalten, aber das ist halt Staub pur, den du da kriegst. Und ja, aber das Auge spielt mit. Das Auge spielt mit, aber da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Deswegen habe ich aus dem Staub das Folgende gemacht, nämlich mir diese Karte geholt, die den folgenden Auftritt hat. Zack! Der Lich King. Ja. Arthas. So, das ist natürlich geil. Der hat dann verschiedene Todesritterkarten, die ich jetzt einfach mal auflisten möchte. Das ist einmal dieser Frostgramm. Wie findest du die Karte?
Ich finde sie geil, weil, also das hat jetzt eigentlich nur wegen der Hintergrundgeschichte zu tun, so, weil Frostgram eigentlich die Waffe ist, die den Lich King zum Lich King macht. Okay. Der Lich King war vorher Arthas, ein Menschenprinz, und sobald er das Schwert in die Hand genommen hat, wurde er verdorben und zum größten Todesritter aller Zeiten. Und deshalb finde ich es cool, dass sie die mit reingebracht haben. Ja, und von der Wirkung so? Also. Ja, das ist natürlich auch sehr nett, ne? Also, gerade wenn du als Krieger noch ein bisschen Rüstung hast, die dich schützt, und dann kannst du schön in die Gegner reinklotzen und deren. Aber er wird herbeigerufen. Was fändest du theoretisch, was findest du besser? Dass der Gegner herbeigerufen wird, oder hättest du ihn lieber auf die Hand? Herbeigerufen ist schon in Ordnung, weil du da nicht noch die Mana-Kosten tragen musst. Aber was ich habe einmal, also ich habe das noch nicht einmal geschafft, den Todesröcheneffekt auszulösen. Also. Einmal wäre es fast so weit gewesen, da hatte ich die schon auf 1 runter und dann hatte der andere so einen toxischen Schlamm dabei. Ja, scheiße. Aber dann wird der Todesröcheleffekt nicht Genau, aber dann ausgelöst. sind nur zwei gekommen. Ach so. Ja, okay. Das ist dann halt blöd gewesen. Ja. Ja, auf jeden Naja, aber Fall egal. Trotzdem, ist zwei ist auch schon okay. halt eine starke Waffe, aber für 7 Mana musst du halt den Todesröcheln-Effekt mitnehmen. Sonst macht es keinen Sinn, diese Waffe anzulegen. Jo, ich Das finde die ist. geil. Ja, die ist geil. Definitiv. So, das ist Frostgram. Als Todesritterkarte. Dann haben wir noch Auslöschen. Die vernichtet einen Diener. Euer Held erleidet Schaden, der dessen Leben entspricht. Das heißt, damit können wir mal einfach einen runternehmen. Ja, hat aber halt auch noch so einen kleinen, oder hat einen negativen Effekt, dass du deinen Held dann Schaden bekommst. Aber der hat auch Todesritterkarten, die halt nur positiven Effekt meiner Meinung nach haben, die richtig geil sind, ey. Ja. Kommen wir hoffentlich noch zu. Ich guck mal, ich hatte da noch der finstere Pakt. Vernichtet alle Diener, ich glaube, den hatten wir gerade schon, ne? Entfernt für Ja. jeden vernichteten Diener die oberste Karte eures Decks. Also Ja, hatten wir eben schon. mal eben so ein Board Clear, dann hast du keine Karten mehr. Also so semi, finde ich. Was kommt noch? Dann Armee der Toten. Entfernt die obersten 5 Karten eures Decks, ruft dabei alle entfernten Karten, dabei alle entfernten Diener herbei. Das heißt, wenn Geil. die obersten 5 Karten alles Diener sind, ruft ihr die herbei. Das kann Ja. aber auch in die Buchse gehen einfach. Warum? Was? Warum? Ach, jetzt ist das Video. Hä? Warum ist das Video zu Ende? Auf jeden Fall hatte ich dann so ein Ungoro-Paket und so eine Scheiße und die werden halt alle verbrannt. Die sind ja Ja. weg einfach. So, und dann hatte Aber ich. die Diener hätte der jetzt, hat der noch gerufen, Genau, die oder was? Diener, die werden dann aufs Feld gebracht. Ja, ist okay. Ja, das ist ganz okay. Jetzt habe ich noch ein kleines zusätzliches Schmankerl. Heute, wovon ich erzählt habe, auf der Schüssel. So, das heißt, die Auflösung ist jetzt auch eine etwas andere, weil ich das halt auf meinem Handy währenddessen aufgenommen habe. Also, da geht es mir insbesondere um die Karte hier. Die Heldenkarte vom Anduin, der Schattenherrscher Anduin. Und ja, dadurch wird halt deine Heldenfähigkeit zu verursacht 2 Schaden anstatt heilt dich um 2. Und das eigentlich Geile ist, dass wenn du eine Karte gespielt hast, du das danach die Heldenfähigkeit wieder auslösen kannst. Ja. So, und das ist stark irgendwo. Ne, ich. Ja. Und vor allem wird diese Heldenfähigkeit noch mal viel stärker, wenn du Rasa den Gefesselten vorher ausspielst. Hilf mir kurz auf die Sprünge, was kann der? Das ist eine Priester-Legendary, die aus einem der vorigen Sets, ich weiß jetzt nicht, ob Ungoro oder noch vorher war, ist 5 Mana, 5-5 und Kampfschrei. Eure Heldenfähigkeit kostet in diesem Spiel 0, wenn ihr in dem Deck keine Karten mehrfach Ach habt. du Scheiße. Das ist richtig, richtig OP dann. Das ist wohl wirklich heftig. Ja, was meinst du? Du kannst halt richtig viel Schaden machen, ey. Und ja, so sieht das aus. So, jetzt lasse ich noch einmal kurz die Heldenfähigkeit einsetzen. So, was mache ich da? Was mache ich da für verwirrten Scheiß? So, erstmal Heldenfähigkeit einsetzen, dann Trank des Wahnsinns, dann kannst den runternehmen, dann kannst wieder die Heldenfähigkeit einsetzen. Also da sieht man das halt ganz gut. Weiß nicht, was ich als nächstes mache. Warum ich nicht das um. Stell dir vor, die Heldenfähigkeit würde jetzt 0 kosten. Dann könntest du noch ein Goro-Kartenpaket, ein inneres Feuer und Ja. alles Mögliche. Und immer wieder zwischendurch so einen Schattenschlag machen. Auf jeden Fall auch eine sehr gute Heldenkarte. Ich bin mit den Heldenkarten echt zufrieden.
Nicht mit allen, aber mit dem Priester und dem Krieger bin ich sehr zufrieden, ja. Ja, und bald mit dem Hexenmeister. Also die wird bei mir jetzt definitiv noch gecraftet. Okay. Ja, und das war's von meinen Karten. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu meinen über. Gehen wir zu deinen über. 93 Kartenpäckchen, der feine Herr. Oh, direkt auch am Anfang. Ja. So, also ja, wie du schon sehen kannst, ich hatte auch ungefähr die gleiche Anzahl an Kartenpaketen, die du hattest. Und bei mir war es, wie bei dir, genau das gleiche. Erstes Kartenpaket, direkt Legendary. Aber wie du mich kennst, mache ich dann erstmal die anderen auch. Aber du bist doch ein Tier. Auch eine Ebene. Da haben wir die Leichenflatterin, ja. Kennen wir ja schon, haben wir ja schon drüber geredet, ob die jetzt... Also ich finde die eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Solange man sie in Runde 4 ausspielt. Noch geiler finde ich ihn hier, Bolvar Feuerblut. Das ist meiner Meinung nach... also mir macht der sehr viel Spaß, weil ich halt gerne Paladin spiele und jetzt gerade mir sowieso ein Gottesschild-Deck gemacht habe. 1,75 Mana und Gottesschild. Also das ist ja das Gute, er hat ja selber sogar noch ein Gottesschild. Wenn er das verliert, bekommt er plus 2 Angriff. Also es ist eigentlich ein 3,7er. Und je nachdem, wie du dann noch Karten dazu hast, die dann dem noch nützlich sind, kannst du den meiner Meinung nach richtig geil steigern. Das habe ich hier mal gezeigt. Vor allem, wenn du den dann noch mit Spöttern schützt, die dazu auch noch Gottesschild haben. Ja, das ist natürlich... Es ist relativ cool. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum der Hexenmeister hier andauernd Karten ausspielt, die Flächenschaden machen und er mir damit direkt meine Gottesschild runternimmt. Aber in dem Moment hat mir das echt gut geholfen, muss ich sagen. Und dann hier in der nächsten Runde noch Tyrion dazu. Also das ist schon teilweise hat man muss man sich danach waschen, wenn man das Spiel gespielt hat. Mein Gott, ist das ein Depp? Und ich weiß nicht, warum der Flächenschaden immer weitermacht. Ich muss ja nicht sagen, dass ich das Spiel ganz klar gewonnen habe, aber er hat mir da auch sehr in die Karten gespielt, der Hexenmeister. Aber ansonsten finde ich den Boy war echt cool. Ja. Ja, Simulcrum hatten wir bei dir jetzt nicht. Ist schwierig, muss ich sagen. Muss halt situationsabhängig sein. Du kannst ja lange auf der Hand halten, die Karte, und dann im günstigen Moment ausspielen, wenn der Gegner irgendwie nur noch einen starken oder wenn generell ein starker Diener auf dem Schlachtfeld ist, dann kannst du das ausspielen. Ansonsten musst du halt gucken, wie sich das mit den Mana lohnt, ob du jetzt für 3 Mana einen Diener kriegst, der 3 kostet, ob sich das dann lohnt, bezahlst du im Endeffekt 6 Mana dafür, ne, wenn du den dann wieder ausspielst. Finde ich ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich würde es mir nicht in ein Magier-Deck tun. Ja, ist halt, kann man das vielleicht irgendwie mit Hammett gebrauchen? Dass man sagt, man hat die vorher gezogen, dann spielst du einen Hammett, dann hast du nur noch hochpreisige Diener da, weil ich sag mal, so eine Karte lohnt sich ja erst recht nicht für einen Ein-Mana-Diener. Ja, aber der kopiert ja nur die Diener, die auf dem Schlachtfeld sind. Ja, wenn du dann, was weiß ich, so ein Mastodon oder was weiß ich was. Ja, das ist, wenn er, aber nur wenn das Mastodon alleine auf dem Schlachtfeld ist. Wenn dann vorher noch so ein Schneewatscher da drauf ist, dann kriegst du nur den Schneewatscher. Okay, also ich würde es mir nicht ins Magier-Deck packen. Vielleicht, wie gesagt, gibt es dafür wieder irgendwelche geheimen Taktiken, die ich noch nicht kenne. Ja, aber da steht doch, kopiert den Diener mit den niedrigsten Mana-Kosten in eurer Hand. Er kopiert sie in eurer Hand. Achso, okay, alles klar. In eure Hand. In die Hand rein. In der Ruhe rein. Was kommt jetzt? Ja, was kommt jetzt? Ah, Lilla. Ja, hatten wir schon. Dunkle Seite. Achso, das war auch noch im gleichen Set. Ja. Habe ich auch bekommen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Hast du auch schon ausprobiert? Nein, okay. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber mit Kryostase zusammen halte ich den für relativ stark, muss ich sagen. Ja. Seelenschmiede ist auch, dachte ich, ganz stark in der Kombination mit dem Schmelzofen-Riesen da. Ja. Im Prinzip ja, nicht aber schlecht. Dann hast du 2 Waffen auf der Hand mehr, die den stärken können. Ne? Aber dann, die sind dann auch dann direkt wieder aber weg. Aber überleg mal, was du bei 8 Mana dann reißen kannst. Dann spielst du erst die Karte, ziehst 2 Waffen und dann spielst du für 6 Mana den Schmelzofen Riesen. Und ja, dann hast du da ein fettes Minion. Also ich sag mal, das Geringste, was du ziehen kannst als Pirat, ist ja die 3-2er-Waffe. So, das heißt, du hast dann mindestens ein 12-9er auf dem Platz für 8 Mana. Ja. Krass. Ja, und was hältst du hier von dem schleichenden Spuk?
Vernichtet auf beiden Händen und in beiden Decks alle Zauber, die ein Mana kosten. Jetzt muss ich überlegen, was kostet denn ein Mana? Ist das dieses komische Spottgeschiss da vom Magier? Also was mir auf jeden Fall einfällt, ist vom Priester, der deinem Diener 2 Lebenspunkte verleiht und du ziehst eine Karte. Ja, genau, Machtwort Schild. Dann Trank des Wahnsinns. Genau. Aber viel gibt's da, glaube ich, nicht. Arkane Geschosse. Also ich finde, von dieser Karte kann man eigentlich nicht so stark profitieren. Nee, glaub ich, weil beide Spieler davon... Klar, du könntest dir natürlich ein Deck zusammenbauen, das natürlich keine Ein-Mana-Zauber im Deck hat. Aber selbst dann hast du immer noch für 6 Mana ein 4-6er. Das ist, für mich ist das. Ja, und die Ein-Mana-Zauber, die sind ja eigentlich an der Tagesordnung deutlich vor 6 Mana. Ja. So, das heißt, wenn du den spielst, dann sollten eigentlich die Ein-Mana-Zauber schon alle abgefrühstückt sein. Genau, ja. Na ja, gut. Dann schauen wir mal weiter. Also ich kann mit dem schleichenden Spuk nicht so viel anfangen, auch wenn mir das Bild eigentlich ganz gut gefällt. Ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Ja, ne? Deswegen gefällt er mir wahrscheinlich auch. Was hat denn der da am Kopf? Irgend so ein Spuk. Ach so. Ja, Schicksalsspinnerin. Wählt ein geheimes Todesröcheln. Das finde ich echt cool. Ein geheimes Todesröcheln. Allerdings ist mir der jetzt bisher auf dem Schlachtfeld einmal begegnet. Ein Gegner hat den ausgespielt und in der Situation war das nicht geheim. Da wusste ich schon direkt, weil er hatte sonst keine anderen Diener auf dem Schlachtfeld, also wusste ich schon, was das für ein Todesröcheln ist. Von daher kann man sich das in den meisten Fällen eigentlich schon denken. Ich finde das Prinzip eines geheimen Todesröcheln oder wenn sie später irgendwann nochmal in andere Karten, also solange Sachen geheim sind, finde ich das eigentlich ganz cool. Achso, du weißt deswegen, in dem Moment dann aber, was das für ein Todesröcheln-Effekt ist. Wenn der Gegner die ausspielt, steht das gleich, der gleiche Text auch da. Du weißt nicht, was er gewählt hat, aber wenn er entweder viele Diener oder gar keine Diener auf dem Feld hat, kannst du es ja eigentlich schon denken. Ach so, das muss zwangsläufig ein Todesröcheln-Effekt sein von einem Diener, der schon auf dem Feld ist? Nee, er kriegt das Todesröcheln, diese Schicksalsspinnerin. Wenn du den ausspielst, wählst du einen von 2 Todesröcheln. Entweder fügt allen Dienern 3 Schaden zu oder verleiht allen... Ach so. Dienern +2/+2. Okay. Und ja, je nachdem, wie das Brett aussieht, wie ich schon sagte, kannst du dir das eigentlich schon denken, verstehe, was dann passieren wird. Also kannst du dann eigentlich auch ganz gut drumherum spielen. Ja. Aber der Druide, der hat ja, oder wenn jetzt zum Beispiel, gibt ja noch eine Druidenkarte, die eure wählt aus Effekte werden beide ausgeführt. Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir da? Draki-Verzauberung. Eure Effekte am Ende des Zuges werden 2-mal ausgelöst. Boah. Da kann man, glaube ich, richtig starke Decks draus basteln. Stell dir mal vor, damals mit Ragnaros. Ja, sowas. Oder es gibt viele Karten, die am Ende des Zuges Effekte, sehr positive Effekte. Zum Beispiel hier das Murloc-Totem. Kriegst du 2 Murlocs dann da drauf und solche Sachen. Also kann echt stark sein. Ich habe aber noch keine Karten rausgesucht, die damit gut zusammen funktionieren können. Von daher müsste man sich damit mehr ein bisschen beschäftigen. Boah. Ja, da haben wir den. Prinz Valanar. Ja, finde ich auch blöd, echt irgendwie. Aber wie gesagt, ich werde ihn, glaube ich, noch nicht auseinandernehmen, weil ich Angst habe, dass ich ihn dann nochmal kriege. Einziger Grund, wirklich. Ja, sauber. Wirklich. Ja, es sind letztendlich nur 400 Staub, ne? Was kannst du daraus machen? Eine Epic. Ja. Ja. Versucht es nur. Erhaltet 10 Rüstungen. Die Diener in eurer Hand des Gegners kosten 2 weniger. Find ich nicht gut. Ich will die Gegner in der Hand meines Dieners nicht günstiger machen. Einzig guter Effekt wäre natürlich, wenn er all seine Diener schon ausgespielt hat und nur noch eine Karte oder am besten gar keine Karte mehr auf der Hand hat. Ja, stell dir mal vor, so die Situation, wenn du eigentlich am Arsch bist und er gerade alle seine Diener rausgewichst hat, aber das ist zu situativ. Es sind letztendlich nur 10 Rüstungen, also die sind auch wieder schnell weg. Ja. Oder wenn du gegen Magier spielst, hat kaum Diener. Ja. Ja, dann auch. Aber also ich tue es mir nicht in mein Kriegerdeck. Nee. Ja, Schwarzwache
Hatten wir bei dir schon. Ja. Und den hatte ich wirklich häufig drin. Aber ich denke, wir werden jetzt... Ah ne, die hatten wir auch noch nicht. Da ist sie doch. Wählt einen befreundeten Diener. Eurer Gegner übernimmt die Kontrolle darüber. Das ist genau die Karte, die ich eben angesprochen hatte. Kostet 3 Mana und ist für einen Hexenmeister. Und würde dann natürlich mit diesem Rabauken, rasselnde Rabauken, würde die gut funktionieren. Ich muss irgendwann mal die Karten durchgehen und mal die Diener raussuchen, mit denen das noch gut funktionieren würde. Ja. Allerdings kannst du dir ja nicht ein komplettes Deck aus Dienern zusammenstellen, die nur negative Effekte haben, wenn du dann ein- oder zweimal diese Karte kriegst. Geil, oder? Ja. Also ich find die cool. Man muss sich dann halt wirklich nur gut überlegen, welche Diener man nimmt, und dann muss das auch dann in dem Spiel wirklich so zusammenpassen, dass du denen auch in dem Moment den Diener zuspielst, wo den negativen Effekt hat. Aber ganz geil, also ich finde auch das Bild wieder cool und so. Der Hexenmeister, der wird richtig schön gepusht hier. Syndragosa. Hast du schon mal gesehen? Ja, habe ich schon mal gesehen. Finde ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich ihn finden soll. Wenn das eine Priesterkarte gewesen wäre, dann hätte ich hier vor Freude nackt welch im Kreis getanzt. Aber es ist leider eine Magierkarte, weil ich für einen Priester, mein Lieblingsdeck ist für einen Priester ein Drachendeck. Und da hätte der natürlich super reingepasst. Was soll das aber denn? Was soll der Kampfschrei? Kannst du mir das erklären? Ich kann es dir sogar zeigen. Oh! Ich habe mich natürlich auch gefragt, was diese eingefrorenen Champions 0-1 bezwecken. Die müssen ja dann natürlich irgendwie entweder einen Kampfschrei oder Todesröcheln-Effekt haben. Die haben auch einen einigermaßen guten Todesröcheln-Effekt, wie ich finde. Und zwar, wenn die sterben, erhaltet einen zufälligen legendären Diener auf die Hand. Ist ganz cool, vor allem bei 10 Mana kannst du mit dem Feuerball anschießen, bekommst du direkt auf die Hand. In der Situation hätte ich es persönlich aber besser gefunden, wenn die Diener nicht auf die Hand kämen, sondern sofort auf dem Schlachtfeld wären. Ja, sicher. Ja, das wäre natürlich schön asozial, aber ja. Das ist einfach zu verzögernd irgendwie. Ja. Weißt, ich muss jetzt eine Runde warten, bis ich die ausspielen kann. In dem Fall waren das jetzt auch keine zwei guten Legendaries. Ja. Ist dann wieder so ein Glücksspiel, muss man dann gucken, was man daraus machen kann, ob man gute Legendaries auf die Hand bekommt oder nicht. Ja, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen immer cooler, so ein Zufall, wenn du da ausgespielt aber werden. Wenn du da so situative Legendaries hast, dann ist da natürlich nichts. Allein wegen der Karte hätte ich mir unheimlich gerne ein Magier-Deck zusammengestellt, aber während ich das versucht habe, ist mir aufgefallen, dass mir aus vorigen Sets ganz essentielle Karten fehlen. Und da würde ich dann, ich habe damals, als du mit Hearthstone angefangen hast, habe ich dir gesagt, ja, kauf dir einfach nur von dem neuesten Kartenset die Pakete, das reicht schon. Das würde ich einem Anfänger heute nicht mehr raten. Ich würde ihm wirklich raten, auch mehrere oder von anderen Sets, weil, wie gesagt, ich kann kein vernünftiges Magier-Deck zusammenbringen. Ich habe keinen Pyroschlag, ich habe keinen Eisblock. Ja. Und ohne diese Karten macht es eigentlich nicht viel Sinn, sich ein Magier-Deck zusammenzustellen. Ja, verstehe ich. Es gibt einfach Karten, die gehören da rein und die sind aus vorigen Sets. Und deshalb, wenn man sie hier 100 Frostthron-Karten aufmacht, heißt das noch lange nicht, dass man sich ein gutes Deck zusammen... Oder man kann schon ein Deck zusammenstellen, das Spaß macht, mit dem man spielen kann. Aber um etwas erfolgreicher mithalten zu können, bräuchte man eigentlich wirklich Karten aus vorigen Kartenpaketen, die da gut sind. Wie viele Erweiterungen gibt es bis jetzt? Oder wie viele Kartenpackungen? Ja, letztendlich ist ja eigentlich nur interessant, welche alle in Standard mit drin sind. Ja. Oder was einfach nochmal alles ein Fuffi in Standard spielen kannst. Zack. Ja, eben. Genau. Dann bist du auf jeden Fall gut dabei. Das haben wir hier wahrscheinlich auch eine, die du schon hast. Jawohl. Da hatte ich den Schattenhäscher Anduin. Du hast ihn für den Prolog bekommen. Ja. Da habe ich den Jäger bekommen. Also ich bin ganz froh, weil sonst hätte ich mir den gecraftet auf jeden Fall. Ja. Ich war echt happy, dass ich den drin hatte. Hatte nur leider noch keine Möglichkeit, deine Spielszene. Aber das hattest du ja eben. Dann haben wir hier den Schneegrollriesen. Kostet 1 weniger für jeden Mana-Kristall, den ihr in diesem Spiel überladen habt. Den kriegst du nachher günstig. Ich habe mir den in mein Deck gemacht, weil ich Schamane sehr gerne mit Überladung spiele. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Am Anfang habe ich das gar nicht gemacht. Warum soll ich jetzt schon Mana ausgeben, was mir dann in der nächsten Runde fehlt? Aber mittlerweile oder in der Zwischenzeit sind halt auch einige Karten dazugekommen, die davon profitieren, wenn du Mana-Kristalle überlädst oder dir überladene Mana-Kristalle wieder zurückgeben. Ja.
Und von daher finde ich diesen Schneegrollriesen echt gut, weil es auch ein Elementar ist. Der Schamane, der spielt ja gerne mit Elementar und da passt der wunderbar rein. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, das stinkt wohl. Das stinkt. Das stinkt. Als nächstes haben wir auch den Gruftlaurer, den hatten wir auch schon mal bei dir. Den hatten wir schon. Da, über die Karte möchte ich mal ganz kurz reden. Es ist zwar eine epische Karte, aber ich hätte da auch jetzt mal kurz drüber reden wollen, wenn sie gewöhnlich gewesen wäre. Ja. Wieder eine Hexenmeisterkarte, Gnom Ferratu, natürlich Anlehnung an Nosferatu. Kampfschrei, entfernt die oberste Karte des Decks eures Gegners. Und sowas finde ich einfach nur geil. Ja. Selbst wenn du schon verloren hast und es keine Chance mehr, wenigstens noch dem Gegner noch einmal kurz eine reinwirken, indem du ihm eine seiner Karten wegnimmst. Das kann natürlich eine richtig beschissene Karte sein, es kann aber auch eine richtig geile Karte sein. Und egal in welcher Situation, ob ich gerade gut dastehe oder am Verlieren bin, egal in welcher Situation, würde es mir Spaß machen, diese Karte auszuspielen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe die, glaube ich, auch. Hatte ich die einmal? Irgendwie kommt die mir bekannt vor. Ich kann mich aber nicht erinnern, die gezogen zu haben, ehrlich gesagt. Aber die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, sind halt. Also würdest du die wirklich in deinem Deck haben wollen? Ja, würde ich haben wollen, weil es für zwei Mana und 2/3 okay, ist. Gut, wegen Stats, ja. Gut, und das andere ist nettes Beiwerk. So. Für dich, ich finde das sehr, sehr cool. Wie gesagt, also ich bin dann schadenfroh einfach in der Situation. Ist dann natürlich blöd, wenn es dann halt irgendwie so ein Schneewatschler ist oder so, der entfernt wird. Aber stell dir mal vor, du entfernst dem seine Todesritterkarte aus dem Deck. Also sein Schattenhäscher Anduin oder was auch immer. Was meinst du, wie der dann in die Tischkante beißt? Ja gut, das wäre. Boah, und da noch, ich trauere dem Bronzebart hinterher, so Kampfschrei-Effekt doppelt ausgesetzt. Zweimal, ja. Zack, zack. Ja, oder du nimmst dir die Karte wieder auf die Hand zurück und spielst du nochmal aus. Ja. Also da in der Situation kommt so ein bisschen der Sadist in mir durch. Ja, offensichtlich. Toxischer Pfeil. Was hältst du von dem? Fügt einem Diener 2 Schaden zu, macht ihn giftig, wenn er überlebt. Finde ich gut. Finde ich gut. Find ich weil du sie sowohl dazu einsetzen kannst, einen Gegner vom Feld zu nehmen oder einen deiner Gegner oder deiner, ja, so oder so. Du kannst auch einfach einen deiner Diener giftig machen und damit einen starken Gegner runternehmen. Ja, das ist eigentlich schon okay. Das Problem ist halt nur, dass du einen Diener von dir nehmen musst, der mindestens 3 Leben hat. Ja. Und am besten auch in dem Zug einsetzen kannst. Also nicht einen Diener, den du gerade eben ausgespielt hast. Er wird keinen Sinn machen, ne? Und ja, das. Also ich sag mal, 2 Schaden für 2 Mana, ich glaube, das gibt es schon günstiger, aber dadurch, dass du dann eventuell den noch auf einen von dir spielen kannst und damit hier, was weiß ich, ich habe immer noch so die Horrorvision Riesenmastodon, das ist für mich der absolute Dreckscheiß. den damit dann wegkriegen könntest, weißt du, dann hast du da einen 4-4er oder was, dann schießt du den halt an, dann wird er giftig und dann fixst du das Mammut weg. Ne, ich finde es eigentlich auch, es ist eine geile Alternative, weil der Jäger mit seiner Heldenfähigkeit schon 2 Schaden machen kann, allerdings nur auf den feindlichen Helden. Und da finde ich es cool, für den gleichen Mana-Kosten den gleichen Effekt zu haben, nur dass du damit frei wählen kannst, auf wen diese 2 Schaden zugehen. Ich finde, als Jäger ist man dankbar dafür. Als Magier jetzt vielleicht nicht so, aber ich glaube zu wissen, dass der Jäger nicht so viele Möglichkeiten hat, jetzt gezielt 2 Schaden irgendwo hinzumachen. Ja. Also ich finde es ganz okay, nur spiele ich halt keinen Jäger. Ja. Und ich, wenn ich mich nicht täusche, müsste es das eigentlich so bald gewesen sein. Ach nee, wir haben noch eine Legendary. Vorletzte Packung und noch eine Legendary. Todesseher Thrall. Zudem konnte ich leider noch keine Aufnahmen machen. Kampfschrei verwandelt eure Diener in zufällige Diener, die 2 mehr kosten. Also im Prinzip eine doppelte Evolution. Bekommt dann auch noch die Heldenfähigkeit, verwandelt einen Diener in einen zufälligen Diener, der 1 mehr kostet. Also im Prinzip eine Evolution auf einen einzelnen. Wie ich eben schon sagte, kannst du diese Evolution auch leider nicht auf einen gegnerischen Diener anwenden. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Paladin hast, der seinen Murloc auf 10-10 gepimpt hast, kannst du ihn leider nicht damit zurückverwandeln. Das fände ich natürlich noch, also ich glaube, das wäre dann auch wirklich zu stark dann. Weißt du zufällig, was Evolution kostet?
War es das ein oder zwei, Mann? Ich glaube zwei, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Okay, weil ich denke gerade so, stell dir mal vor, du spielst einen Doppelgangster aus. Ja. Dann Evolution. Ja. Und dann spielst du den noch hinterher. Richtig. Pervers. Ah, du hast auch ordentlich Staub. Ja, ich habe dann auch natürlich danach der erste Schritt ab zum Entzaubern. Und ja, kam einiges zusammen. Drei epische, also ich hatte drei epische dreimal. Und der Rest halt Legendary. Ja, und daraus habe ich mir dann auch schöne Sachen gecraftet. Zum Beispiel einmal den Lich King. Habe ich mir gecraftet. Der ist, glaube ich, gecraftet. So die Legendary in der Erweiterung. Ja, aber ich muss ganz ehrlich zu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie mir gecraftet habe, wusste ich noch gar nicht, was die Todeskarten alles so können. Also so eine Übersicht, wie du sie mir gerade eben gegeben hast, hatte ich damals noch nicht. Und war mir deshalb auch noch nicht so ganz sicher. Und generell habe ich diesmal sehr stark gezögert, mir Karten zu craften. Weil beim Ungoro-Kartenpaket habe ich, glaube ich, sogar noch am ersten Tag die Karten gecraftet, die mir auf den ersten Blick am meisten zugesagt haben, was sich dann aber später als nicht so gut herausgestellt hat. Die haben nicht gut in meine Decks sich einfügen können, da wären dann andere besser gewesen. Und deshalb habe ich diesmal 3 Tage gewartet, bis ich mir die Karten gecraftet habe, mich vorher versucht mal ein bisschen schlau zu machen, welche sind würden denn gut da reinpassen und so. Und da habe ich dann zum Beispiel, fällt jetzt gerade der Name nicht ein, für den Krieger eine Legendary gemacht, wo jedes Mal ein zufälliger legendärer Diener beschworen wird, wenn der Diener Schaden überlebt. Was natürlich mit der neuen Heldenfähigkeit, dann kannst du quasi fast in jedem Zug, wenn du den Diener beschützt, eine Legendary herbeirufen. Das ist schon echt gut. Das ist nicht schlecht. Es gab damals für den Priester gab es eine Legendary, die wurde dann aber irgendwann auf Wild gesetzt, hatte Inspiration. Ja, ruft einen zufälligen legendären Diener dabei. Und das war lange Zeit eine meiner Lieblingskarten. Da war zwar dann auch wieder viel mit Glücksspiel mit dabei und auch die Kampfschrei-Effekte werden nicht ausgelöst, wenn er einen hat, aber das war mir dann in dem Moment egal. Also wenn du da Inspiration dann halt deine Heldenfähigkeit einsetzt, kannst du quasi in jedem Zug eine Legendary für 2 Mana herbeirufen. Ja. Und das fand ich damals echt gut. Und so irgendwas mit Monstrosität, glaube ich, hieß die Karte. Ich weiß es gerade nicht mehr. Naja, ist auch egal. Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich echt zufrieden mit diesem Kartenset. Wie gesagt, mir gefällt diese Thematik mit dem Todesritter echt gut. Und bin mal gespannt, was noch an Solo-Abenteuern dazukommen werden. In den nächsten Wochen werden ja die nächsten Kapitel freigeschaltet. Und was man da vielleicht noch als Belohnung vielleicht bekommt. Hast du bis jetzt schon alles durchgezockt? Ja. Was kriegt man nach dem Prolog? Das sind ja irgendwie wieder drei, vier. Nach dem Prolog sind das 3 Level, ja. Die echt cool sind und echt viel Spaß machen. Man bekommt danach leider allerdings nur ein einziges Kartenpaket geschenkt. Okay, das ist richtig. Früher war es so, dass man für jeden Flügel oder für jedes Kapitel in so einem Solo-Abenteuer eine Legendary bekommen hat. Allerdings hat man dafür damals auch noch Geld für die Solo-Abenteuer bezahlt. Das ist jetzt diesmal kostenlos. Ich hätte lieber Geld bezahlt und eine Legendary bekommen. Ja, aber das ist dann auch irgendwie so, dann hat die jeder, also, weißt du? Ja, so also vielleicht nicht jeder, manche. Aber ja, weil das war ja dann immer so, dass man immer die gleiche Legendary für das Kapitel bekommen hat. Ja. Wenn das so wäre, dass das ein zufälliger Legendary ist, dann fände ich das auch cool. Dann würde ich mir das auch zurückwünschen. Ja, so wie beispielsweise jetzt beim Prolog. Ja, genau. Aber das ist ja, die hat ja auch nur der das gekauft hat. Und jetzt mal ohne Mist, wie oft mir der Lich King jetzt schon über den Weg gelaufen ist. Und das ist ja so die nächste Mainstream Legendary. Ja. Das ist ja wirklich, in jedem dritten Spiel hat dein Gegner Lich King auf dem Platz. Es ist aber auch, wenn man sich in seiner Laufbahn ein bisschen mit Warcraft oder World of Warcraft beschäftigt hat, dann ist einem irgendwann mal dieser Lich King über den Weg gelaufen und das findet man dann einfach cool, solche Charaktere dann in ein nächstes Spiel mit reinzubringen. Und vor allem hier bei Hearthstone wird ja alles immer so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Es ist ja nie so wirklich ernst, was hier passiert. Wenn du zum Beispiel, es gibt ja hier, wenn du in der Sammlung dir die Karten anguckst, stehen da ja immer noch so kleine Zusatztexte mit bei. Und beim Lich King steht dann irgendwie so, ja, ich gebe euch alles, was ich habe. Macht, Zorn, 8 Angriff. Meike. Ja. Also ich finde die Erweiterung abschließend jetzt auch sehr gut und eigentlich auch ein Ticken besser als Ungoro. Das ist jetzt die zweite Erweiterung, die ich so aktiv mitkriege. Ich spiele es inzwischen auch schon seit einem Jahr. Das ist echt krass. Ja.
Und ja, auf jeden Fall, die zweite Erweiterung, die ich so mitgekriegt habe, damals, als ich reingekommen bin, war Gadgetzan da. Davon habe ich mir natürlich auch für einen Fuffi so den Paketschwung geholt. Ich glaube, das kann man sogar auch auf unserem Let's Play-Channel sehen, wie wir die auspacken. Ah gut. Mhm. Auf jeden Fall, die fand ich auch sehr gut. Also ich fand eigentlich bis jetzt alle Erweiterungen ganz gut. Bei Ungoro war es mir, hatte ich so ein Gefühl, dass das da nicht so abwechslungsreich war. Da kam irgendwie voll häufig dasselbe und die Diener, die waren auch einfach nicht so geil. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, so ein neues Kartenset rauszubringen und die Balance ungefähr gleich zu halten. Zwischen allen Helden, dass keiner zu stark wird, dass keine Karte zu stark wird und so. Und das mag vielleicht nicht immer gut geklappt haben, dass dies gut ausbalanciert ist oder nicht. Aber man kann einfach nicht, man kann nicht leugnen, dass die da so viel Liebe reinstecken in die ganzen Karten. Und das war diesmal bei dem Solo-Abenteuer, das. Ich habe da so gelacht und so viel Spaß bei gehabt, das hatte ich vorher nie. Also die ganzen Sprechblasen, die dann auftauchen, wie die mit einem reden, was da passiert, will ich jetzt natürlich nicht verraten. Alles sollte man aber unbedingt mal spielen, das macht so einen Spaß. Ja. Und ich freue mich wirklich auf die nächsten Kapitel, die da noch kommen. Ja, ich glaube, nachdem du den Prolog gezockt hast, haben wir direkt geschrieben und du hast da schon so eine... Nach einem relativ eindeutigen Start in das Spiel hast du mir, glaube ich, so eine Nachricht geschrieben. Das fand ich auch sehr amüsant. Also zock den Prolog, es lohnt sich. Ja, und auf gar keinen Fall, was ich mir so überlegt habe, wenn ihr keine Chance mehr habt, bitte nicht auf Aufgeben drücken. Da war ich kurz vor. Ja, aber das war ja wirklich auch irgendwie, also ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie sowas kommt. Ja, aber das ist ja nicht mein Agro-Deck, ne? Also gegen das man spielt. Ja, das würde ich aber dann mal gerne sehen, das Agro-Deck. Ja, genau. Die Kombination hätte ich gerne. Naja, okay. Auf jeden Fall viele Karten, viele Neuerungen und viele Neuigkeiten auch. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns abonniert und mal einen Daumen oben da lasst. Ich glaube, man hat in dem Video gemerkt, dass wir da sehr viel Herzblut reingesteckt haben, um euch die neuen Karten zu zeigen und nicht nur die Karten, ich sag mal, in Anführungsstrichen auf Papier zu zeigen, sondern auch zu zeigen, wie die dann auf dem Schlachtfeld funktionieren. Und deswegen würden wir uns da freuen. Ja, wir sind zwar jetzt nicht die Ersten, die ein Video dazu machen, aber falls ihr doch irgendwie Lust bekommen habt, euch ein paar Kartenpakete zu holen oder so, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück bei den Karten, die ihr da zieht. Sagt uns, was ihr von dem Format haltet, oder uns interessiert auch generell, was ihr von dem Kartenset auch haltet, ob ihr das gut findet oder schlecht. Wenn ihr irgendwelche geilen Taktiken habt, dann teilt sie gerne mit. Dann machen wir vielleicht auch nochmal noch ein zusätzliches Video. Schauen. Jo. Würde uns freuen, ein bisschen Feedback. Auf jeden Fall. Gut, dann bedanke ich mich sehr bei dir für den Aufwand, den du geleistet hast. Und gleichfalls. Ja, das schöne Beisammensein. Und ich bedanke mich bei den Zuschauern fürs Zugucken. Dankeschön. Tschüss. Ciao.